Hi Leute, hier ist der Simon. Willkommen bei Kraft der Macht, meinem Kanal für Vintage Star Wars Toys. Es ist mal wieder soweit, die Figur des Monats steht an. Oder besser gesagt, die Figuren des Monats. Ich habe mir zwei Figuren aus der Return of the Jedi Serie ausgesucht, und zwar die beiden Ewoks Lumat und Pablu. Warum die beiden? Weil die gehören einfach irgendwie zusammen, ja, wie R2 und C3PO. Wir schauen wie immer auf Figurenvarianten, Kartenvarianten und auf Dinge, die ihr beim Kauf achten müsst. Viel Spaß dabei. So, da sind wir auch schon. Lumat und Pablu kamen 1984 auf den Markt und waren die letzten beiden Figuren aus der Return of the Jedi Serie. Die Ewoks waren damals ja, sehr beliebte Charaktere, vor allem bei Kindern. Ja, es gab nicht umsonst die beiden Spin-Off-Filme Kampf um Endor und die Ewoks Karawane der Tapferen. Und ja, man hatte eigentlich schon vier Ewoks auf dem Markt, und zwar Lokrai, Tibo, Wicket und Chief Chirpa. Und ja, man wollte dann einfach noch zwei weitere Ewoks dann hinzufügen. Ja, wie gesagt, 1984 kamen die auf den Markt, also fast schon Ende 84, fast schon 1985, ja, wo es eigentlich schon fast in diese Power of the Force-Linie mit reingeht. Deswegen gehören diese Figuren auch zu den letzten 17. Ja, Power of the Force waren 15 Figuren, und da die hier so auf dem Übergang zu Power of the Force waren, haben die gesagt, komm, nehmen wir die mit, gehören zu den letzten 17, also zu den berühmten Last 17 Figuren. Die Figuren waren ja eigentlich schon immer selten, ja, sind es heute auch noch. Das sind eigentlich ja, sehr unterschätzte Figuren, meiner Meinung nach, und ja, haben sehr viel Potenzial noch. Was ihr beim Kauf, worauf ihr achten müsst, und zwar beim, fangen wir mal Pablo an, ja, der hat einmal, einmal ist es diese ja, orange-braune Figur mit einer ja, überwiegend weißen Mütze, die auch sehr locker hier drauf sitzt. Ja. Als Bewaffnung hat der Pablo so einen Speer, so einen zweizackigen Speer. Und das war es eigentlich schon. Ja. Also sehr viel falsch machen kann man bei der Figur eigentlich nicht. Ja. Achtet darauf, dass ihr kein Repro kauft, und dann ist alles gut. Beim Lumat, der hat ein Zubehör mehr, und zwar neben seinem Bogen und der Mütze hat er noch einen Köcher, ja, für die Pfeile. Hier ist es so, achtet auf den Bogen, ja, der ist immer hellbraun. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen in eBay-Aktionen oder Auktionen, ja, wo das alles mit Originalzubehör steht und da ist dann ein dunkelbrauner oder ein grauer Bogen abgebildet. Ja, vergesst es, das ist Repro. Der Originalbogen vom Lumat ist immer hellbraun. Die Figur hat manchmal einen gelblichen Oberkörper. Ja, das passiert manchmal. Ja, das heißt, der ist ein bisschen gelblich und Arme und Beine bleiben halt in diesem hellen Grau. Preislich liegen die, ja, ich denke mal so um die 100 bis 120 Euro aktuell. Original verpackte Figuren sind gar nicht so viel teurer eigentlich. Ja, ist eigentlich immer, das war immer das Komische bei Pablo und Lumat, wo andere Figuren, weiß nicht, die irgendwie 15, 20 Euro kosten und dann original verpackt 20-fach, 30-facher Preis, hat man hier bei Lumat und Pablo ja, noch nicht mal den doppelten Preis original verpackt. Ja, also original verpackt zur Lose. Das war aber auch schon immer so. Ja. Ja, wie gesagt, also die waren damals sehr selten. Das waren auch, ich glaube, als ich als Kind den Satz damals schon voll gemacht habe, war das immer einer meiner letzten Figuren, die gefehlt hatte. Ja, das
War es eigentlich schon? Nee, Moment, es gibt noch eine, es gibt vom Molding her gibt es noch eine Lily-Lady-Figur aus Mexiko. Die hat leichte Unterschiede und zwar hier im Nasenbereich gibt es da Unterschiede und auf der Rückseite von der Mütze kann man ein paar Unterschiede erkennen und ich meine auch hier am Köcher sind die Pfeile so ein bisschen anders bemalt. Wie das jetzt beim Palu genau ist, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube, da gibt es auch ein paar Unterschiede zu dieser mexikanischen Lili-Lidi-Figur. Ansonsten, ja, haben wir, wo wir bei den meisten Figuren immer hinten eine COO haben, also Country of Origin, also eine Herstellerkennung, gibt es die bei Lumard und Pablo nicht. Ja, da steht nichts hinten drauf. Ja, das war es eigentlich so zu den losen Figuren. Schauen wir uns mal die verpackten Varianten an. Da haben wir zum einen die US-amerikanische Variante. Und zwar einmal Lumatz und einmal Pablu. Ja, sehr schöne Karten. Unten rechts in der Ecke hat man immer, also quer über die Ecke drüber, diesen Free Anakin Offer. Und das wird hier auf der Rückseite dann auch nochmal erklärt, was damit auf sich hat. Ja, falls ihr vorhabt, euch mal so eine Karte zu kaufen und ihr habt sie dann gekauft und seht, ey Mist, hinten ist ja ein Loch in der Karte. Ja, das haben die alle. Die haben alle hier hinten auf Höhe des Blisters haben die immer ein Loch. Warum das so ist, das hat wahrscheinlich produktionsbedingte Gründe. Also ich habe schon 100 Mal gehört, ja, das hat was damit zu tun, weil die Figuren sind alle in Mexiko produziert. Wenn man sie dann nach USA über den Luftweg transportiert oder importiert, dann kann sich dadurch den unterschiedlichen Luftdruck irgendwie der Blister verformen etc. Ja, das hat immer irgendwie die Meinung, ob es jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Falls ihr was anderes wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Das wüsste ich selber mal gerne. Bin ich sehr gespannt. So, das waren die Varianten, die in den USA erschienen sind. Ja, mit dem Return of the Jedi-Logo. So, ich liebe ja Karten ohne Offer. Ja, besonders bei den Empire Strikes Back-Karten, ESB-Karten, war ich immer drauf aus, dass sie kein Offer hatten. Ja, das gab es hier auch. Und zwar gab es eine kanadische Variante von den Jedi-Karten, die im Prinzip genauso waren, nur fehlt hier dieser Anakin-Offer. Ja, der ist hier nicht drauf gedruckt und ja, deswegen finde ich die Karte eigentlich fast noch schöner als diese hier, ja, weil die ist irgendwie ein bisschen cleaner und gefällt mir irgendwie besser. So, das war die kanadische Variante. Hier in Europa gab es natürlich unser gutes altes Trilogo-Design. Die gab es natürlich auch auf Trilogo-Karte. Einmal den Lumat. Ja, ich hatte vorhin erzählt, das war die Figur, die mir immer fehlte zum Schluss. Und diese Karte habe ich tatsächlich 1994 auf der JediCon in Köln gekauft für, ich glaube, es waren sage und schreibe 65 D-Mark. Ja, und da war ein Haufen Geld damals und ich war so glücklich, dass ich endlich diese Figur hatte. Zwar original verpackt, aber ich hatte sie jetzt, ja. Und ich wollte sie auch nicht auspacken, wäre Blödsinn gewesen. Und ja, habe sie jetzt seit 28 Jahren in meinem Besitz. Ja, hinten drauf auch, wo wir gerade dabei sind. Mit dem Clipper. Sticker drauf. Ja, da wurden auch ein paar andere Sachen beworben und ja, die kam halt hauptsächlich in Holland vor. Was auch noch auffällt, ist hinten auf den Trilogo-Karten sind
zwei ausgeschwärzte Figuren. Das waren Lumat und Pablu. Ja, also der Lumat hat dann noch nicht mal die Ehre, dass er auf seine eigene Karte hinten erscheint. Ja, wieso war das so? Ganz einfach, zum Zeitpunkt, wo man dieses Foto gemacht hatte, gab es die Figuren noch nicht. Ja? Also die standen schlichtweg nicht zur Verfügung für das Foto und dann hat man einfach da einen schwarzen Balken drüber gemacht. Ja? Und man hat das auch gar nicht mehr korrigiert, das wären alles wieder Kosten gewesen. Man hätte irgendwie alle wahrscheinlich Hunderttausende von Karten irgendwie einstampfen müssen, nur um dann die korrekten Bilder drauf zu machen. Hat man damals nicht gemacht. Ja, man war damals ja schon sehr kostenorientiert unterwegs und hat das einfach hier schwarz gelassen. So, das ist der Lumat auf Trilogo-Karte. Den Pablu gab es natürlich auch auf Trilogo-Karte. Und der sieht dann so aus. Ich baue das ja mal in so einem kleinen Halbkreis auf. So, das waren im Prinzip die Figuren, die 1984 erschienen sind. Es gab noch eine, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, eine mexikanische Lady-Lady-Variante. Die gab es auch noch. So, und dann schließlich nachher 1985 mit der Power of the Force-Linie wurden die Figuren natürlich auch nochmal fortgesetzt und zwar gab es die dann auch nochmal mit der Münze. Einmal Pablo und einmal Lumat. So, das wäre mein Repertoire an Lumat und Pablo-Karten. Es gab noch eine ganz verrückte Variante im Trilogo, auf Trilogo-Karte. Und zwar gab es ein, ja, wie soll man sagen, also es gab eine Wicket-Karte, also eine Trilogo-Karte, wo der Wicket drauf abgebildet ist. Und diese Version kam in Spanien und auf den Markt und hatte dann die Namensplakette ausgetauscht. Ja, also es war im Prinzip die Standard-Wicket-Trilogo-Karte und die Namensplakette hatte man dann ausgetauscht. Anstatt Wicket stand dann da Lumat Ewok Warrior und Pablu. Ja, hat dann entsprechend einen anderen Blister drauf gemacht und hat die dann so verkauft. Ja, auch aus dem Grund, weil zu dem Zeitpunkt, ja, da hatte man die Figur, aber man hatte jetzt die Karte nicht. Das Kartendesign stand vielleicht noch nicht fest. Und ehe man dann irgendwie einen Bandstillstand hat, hat man sich dann einfach kurzerhand beim Wicket bedient. Ja, war ja auch irgendwie ein Ewok, irgendwie ein pelziges Tier mit Speer. Alles klar, sieht genauso aus. Zack, machen wir. Ja, so lief das dann damals ab. Dann gab es noch eine Variante aus Italien. Und zwar gab es da eine, ja, ihr kennt alle diese Klebstoff, ja, Uhu. Und zwar als, ja, ich sage jetzt mal als Prittstift. Prittstift ist eigentlich auch eine Marke, aber also den Prittstift als von der Marke Uhu zusammen mit dem Pablu und also einmal als Pablu-Karte und einmal als Lumat-Karte. Ja. Heute sehr begehrte und teure Sammlerkarten. Ja, also ich weiß noch, es waren so in den 90er Jahren, da gab es die auf eBay. Ziemlich oft zu sehen. Die standen da für 300 D-Mark, wollte keine Sau haben. Die standen da monatelang, ja. Und heutzutage, ich weiß nicht, wo sie liegen, wahrscheinlich im vierstelligen Bereich, ja. Also da, die Karte ist ziemlich abgegangen. Eine andere Geschichte noch, und zwar, wenn man sich mal das Bild von Pablu anguckt, ja. Und dann die wirkliche Figur, dann sieht man, hey, irgendwie sieht die Figur ganz anders aus. Ja, der hat auch irgendwie eine weiße Mütze und der hat irgendwie eine dunkelgraue Mütze. Irgendwas passt da nicht, ja. Richtig, weil auf der Karte von Pablu, ja, ist gar nicht der Pablu abgebildet, sondern Romba. Ja. Und der ist nämlich damals auch erschienen
in der Power of the Force Linie. Ja, wenn man mal die Bilder vergleicht, die sind gleich. Ja, das ist die gleiche Figur auf dem Bild. Ja? Nur hier ist es eine Romba-Figur mit dem Romba-Bild. Hier stimmt es. Ja? Hier ist es ein Romba-Bild, aber Figur ist Pablu. Ja? Also eigentlich hätte dieses Bild irgendwie so aussehen müssen. Ich blende mal kurz ein Bild ein. Ja, so hätte das irgendwie aussehen müssen. Ja, also irgendwie hat man damals bei Kenner, bei den Evox, das war mir alles ganz schwierig und man kam da wahrscheinlich irgendwie leicht durcheinander, ja, bei diesen Pelzknollen da. So kann ich mir das nur erklären, ja, dass die da wenig ganzen Durchblick hatten. So, das noch dazu. So, das waren meine verpackten Varianten. Ihr könnt euch die gleich auch nochmal in Ruhe im Abspann anschauen. So, das war's auch schon wieder für heute mit der Figur des Monats. Diesmal hatten wir ein Duo, Pablu und Lumat, die beiden begehrtesten Evox. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bleibt dran, kauft kein Repro. Bis dann. Ciao.